Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal von Treffpunkt Stettin. Ja, es ist mal wieder Wochenende. Bin unterwegs, jetzt erstmal Richtung See. Mal gucken, was da so alles abgeht. Ob ich ein paar schöne Videos anfangen kann. Vielleicht auch ein paar schöne Bilder. Jetzt muss ich aufpassen, wohin ich laufe. Ja, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite vom Dschungel. Und auf der Seite hinten, da ist der See. So Leute, ich bin mal wieder hier unterwegs, bin hier am See angekommen. Gibt bestimmt noch ein paar nette Videos. Go flow. Ja, liebe YouTube-Besucher, also der See ist herrlich. Ja, ihr seht hinter mir Wald. Nur Wald. Ja, und direkt vor mir ist der See. Genau direkt vor mir. Ihr wollt ihn sehen? Ich schalte mal um, bleibt dran. So, und da ist er. Dahinter ist der See. Und wie gesagt, es gibt hier eigentlich nur Wald. Ja. Da sind wir wieder am See. Ja. Und egal wo ihr hinguckt, es gibt nur Wald. Ja, es gibt wirklich nur Wald hier. Es ist Ruhe. Eine Idylle. Wer seine Ruhe haben möchte, der ist hier in Stettin, Guembokje, wirklich gut aufgefunden. Aufgefunden. Ja, mittlerweile ist das so. Ich spreche so viel hier oder ich lerne viel Polnisch. Mittlerweile verlerne ich sogar meine Muttersprache namens Deutsch. Ist mir das peinlich? Nein. Wenn ich einige Begriffe in Deutsch vergessen habe, macht nichts. Ja, aus dem Grund. Es gibt einige, die hier spazieren gehen. Ja. Ich brauche keine Angst haben, dass sie überfallen werden. Frauen brauchen keine Angst haben, dass sie hier überfallen werden. Wie gesagt, also mitten in der Nacht, also stockdunkel, junges Mädel kommt mir entgegen. Bin mit zwei Freunden hier unterwegs gewesen. Es gibt keine Angst. Also, bleibt dran. Es folgen noch weitere Videos hier aus Guembokje hier. Touch ducks. Sure.
Ja, ist denn hier Daniel? Wo ist denn hier Daniel? Ja, wie versprochen, es geht weiter. Das ist das Plätzchen, wo ich gesessen habe. Da ist der See. Und das ist alles Waldgebiet hier. So. Jetzt muss ich hier rein. Ja, und dann geht's nach Hause. Ja, nach Hause muss ich. Meine bessere Hälfte wartet auf mich. Ich wollte eigentlich nur Zigaretten holen. Das ist mittlerweile 2,5 bis 3 Stunden her. Na, 2 Stunden bestimmt. Ja, muss ich mir was anhören. Ja. Also, nicht vergessen, immer schön abonnieren, das Glöckchen drücken, weil sonst könnt ihr nicht gewinnen. Ich sage es noch einmal, zu gewinnen gibt es ein Wochenende für 3 Personen hier in Stettin-Ustowo im Hotel Ustowo. Also bis jetzt ist noch keiner der Lösung nahe gekommen. Nicht einmal ansatzweise. Also bleibt dran, es gibt noch ein paar Bilderchen und oder Videos. Dzień dobry Polsko, to znowu my. Ej, witam Polsko, już 7 rano.